Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute geht es um das Thema, wie kann ich denn eigene Modpacks zusammen mit meinen Freunden spielen? Und zwar mit Twitch. Da das ganze Thema ein klein wenig komplexer ist, habe ich das in 8 Schritte eingeteilt. Die könnt ihr nacheinander machen, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr könnt dann jedes Mal wieder direkt an die Stelle springen, wo ihr weitermachen wollt. Los geht das Ganze damit, dass man einen Modpack erstellt. Dazu gibt es bereits ein Video, ich habe es hier verlinkt. Schaut euch das bitte zuerst an. Wenn ihr euer Modpack erstellt habt, dann macht ihr mit Schritt 2 weiter. Wenn ihr euer Modpack, so wie im anderen Tutorial beschrieben, erstellt habt, dann sieht das in etwa so aus. Dann geht ihr auf dieses kleine Zahnrad rechts oben und exportiert euer Modpack. Speichert es irgendwo hin, wo ihr es später auch wiederfindet. Und damit wäre dieser Schritt schon erledigt. Ich empfehle dringend nun als dritten Schritt, euer Modpack zu testen. Und zwar so lange, bis es so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Wie man das Ganze macht, könnt ihr im Tutorial eigene Modpacks mit Twitch erstellen nachschauen. In Schritt 4 geht ihr auf die CurseForge-Seite, geht unter Projects auf Modpacks und hier geht ihr dann auf Projekt starten. Ihr werdet aufgefordert, euch einzuloggen. Das macht ihr mit eurem Twitch-Account. Lasst euch nicht verwirren, ihr müsst hier das Konto autorisieren. Nun findet ihr rechts oben Start a Project. Da klickt ihr drauf. Und jetzt müsst ihr allerlei Angaben zu eurem Projekt machen. Erst einmal, dass es sich um Minecraft handelt. Dann um welche Kategorie Projekt es sich handelt. Dann gebt ihr dem Ganzen einen Namen und eine Beschreibung. Die Oberfläche ist sehr einfach gemacht. Füllt einfach das Formular aus. Bitte markiert das Projekt als experimentell, damit die Moderatoren wissen, dass es sich um ein neues, noch nicht freigegebenes Projekt handelt. So, als nächstes müsst ihr dann Dateien hochladen, und zwar die, die wir vorhin exportiert haben. Die Dateien müssen im ZIP-Format sein, das heißt, ihr packt alles, was ihr exportiert habt, in ein ZIP-File und dieses ZIP-File ladet ihr dann hoch. Ich persönlich markiere das jetzt als noch nicht getestet mit der Versionsnummer, die ich exportiert habe, und dann weiß ich auch immer genau, was welche Version ist und welche Dateien ich gerade hochgeladen habe. Ihr müsst noch ein paar Angaben machen zur Minecraft-Version. Und dann geht es auf Submit. Nun wird ein Moderator sich die ganze Sache anschauen und euch entsprechendes Feedback geben. Hier könnt ihr ein solches Feedback sehen, das ich nach meinem ersten Upload bekommen habe. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man den Spielenamen nicht in den Modpack-Namen integrieren darf. Unser experimentelles Modpack sieht jetzt in etwa so aus. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, wie wir es gemeinsam mit anderen spielen können. Nummer 1, wir starten es lokal, geben es im LAN frei und konfigurieren am Router zu Hause eine eingehende Verbindung. Die zweite Möglichkeit ist, wir erstellen einen Server und lassen diesen Server separat laufen. Diese Möglichkeit schauen wir uns jetzt an. Wir erstellen als allererstes einen Ordner im selben Verzeichnis, wo auch unser Mod-Ordner ist, damit wir ihn immer finden. In diesen kopieren wir dann die Dateien aus dem Mod-Ordner erstmal hinein. Ich lasse hier Minecraft Instance JSON gleich weg, weil ich weiß, dass wir das nicht brauchen. Als nächstes müsst ihr euch den Forge-Server runterladen. Die Adresse seht ihr hier oben eingeblendet. Einen Link habe ich unten in die Beschreibung reingemacht. Ladet einfach die Recommended Version runter, das heißt die Version für Windows, die empfohlen ist, und installiert das Ganze gleich in das entsprechende Verzeichnis. Jetzt sollte euer Verzeichnis so aussehen. Für einen eigenen Server nehmt ihr euch eine freie Maschine, also einen Computer, den ihr habt. Ihr könnt es auch auf demselben Computer laufen lassen, aber besser ist ein getrennter Computer. Startet, also kopiert das Verzeichnis dorthin,
und startet dann hier mit Doppelklick diese Datei einmal. Sobald das einmal hochgefahren ist, erscheint hier diese Textdatei eula.txt und dort müsst ihr diesen Eintrag, der auf False stand, den müsst ihr jetzt auf True stellen. Dann könnt ihr den Server wieder starten. Ich empfehle sehr, eine Startdatei reinzumachen. Das ist eine solche BAT-Datei, die könnt ihr einfach als Textdatei erstellen und könnt dann die Zeilen, die ihr hier seht, reinschreiben. Hier sind die Speicheranweisungen, hier ist der Hinweis auf Java, hier ist das zu startende Programm und dass es in der Konsole angezeigt wird und keine Oberfläche hat. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn der Server läuft. Und ihr seht, es funktioniert. Ich habe mich schon mal eingeloggt und wieder ausgeloggt. So, der Server läuft wunderbar. Und dann probiert man mal, ob wir hier die Welt geladen kriegen. Ja, das sieht doch gut aus. Und schaut es euch an. Wow, ist das eine Welt. Hier mitten im Wasser und nur Wüste um uns rum. Das ist ja krass, oder? Ja, wir können dann demnächst hier dieses Ding auch mal spielen, denke ich. Vielleicht schaffen wir das ja auch, dass wir zusammenspielen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.